Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life-Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel, Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Heute dreht es sich um das Thema Bewegung, aber ich würde mal sagen Bewegung mit einem Plus. Und zwar neurozentriertes Training, Hype oder Fortschritt. Und dazu habe ich mir Gino Lazzaro eingeladen. Grüß dich, Gino. Servus, Carsten. Freut mich, dass ich hier sein darf. Danke dir für die Bühne. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema neurozentriertes Training einmal angehen. Ich habe in der Community im Vorfeld rumgefragt, also vorwiegend bei Instagram in meiner Story. Zwei Drittel haben noch nie was davon gehört, neurozentriertes Training. Und deshalb würde ich dich bitten, bevor wir auf das Thema neurozentriertes Training zu sprechen kommen, stell dich doch der Community ein bisschen näher vor. Ich habe dich schon im Vorfeld bisschen angeteasert, aber das reicht meistens nicht. Wie bist du denn zum neurozentrierten Training gekommen oder zur Physiotherapie? Ich möchte immer nicht so viele Worte über mich verlieren, weil wenn die Leute sich dann tatsächlich für einen interessieren, dann kann man die Person ja nochmal ansprechen oder sich die Website anschauen oder ähnliches. Ich selber mag das persönlich immer nicht so, wenn Leute Ewigkeiten über sich reden, wenn es eigentlich ja darum geht, dass wir den Leuten hier Mehrwert liefern sollen. Deswegen nur ganz kurz zu mir, wie du schon gesagt hast, Bachelor, Master in Physiotherapie, Master bin ich jetzt noch im Studium drin. Und ich habe eigentlich mein Leben lang schon mit Bewegung und Sport zu tun, auch auf Leistungsniveau. Und ich habe mich schon immer für den Körper interessiert, einfach wie alles im Hintergrund funktioniert. Und bin deshalb, sage ich mal, über Mobility-Training, Functional-Training, dann irgendwann so in Richtung Neurologie mehr gekommen, weil ich gemerkt habe, irgendwie reicht mir das nicht so ganz. Also die Hintergründe, wo Bewegung tatsächlich stattfindet, und das ist einfach im Gehirn, also das ist der Ursprung von Bewegung im zentralen Nervensystem. Wenn man Bewegung wirklich verstehen möchte, dann sollte man sich ja die Ursache anschauen, so wie ich es ja in meinem Coaching auch mache. Wenn jemand zu mir kommt, dann will ich ja nicht nur an den Symptomen arbeiten, sondern wenn ich wirklich das Problem beheben möchte, und das ist in dem Fall meiner Klienten immer der Schmerz, dann muss ich mir ja die Ursache anschauen, wo entsteht das Ganze. Und so bin ich dann eben zu diesem neurozentrierten Training gekommen. Und deswegen ist mir das auch ganz wichtig, dass wir da heute drüber sprechen, weil es noch sehr unbekannt ist bei den Leuten. Ob man das jetzt Neuroathletik nennen möchte oder nicht, ist ja komplett egal. Aber ich denke, dass das eine große Bereicherung für Leute sein wird, die dafür offen sind. Und dass man den Begriff einfach klarifiziert, weil die Leute darunter Pencil-Push-Ups und Augenklappen nur verstehen, aber es geht um so viel mehr. Wie bist du dem neurozentrierten Training oder hast du jetzt auch Neuroathletik? Manche haben vielleicht von Lars Lienhardt schon mal gehört oder Erik Kopp vom Z-Health. Wie bist du anfänglich mit Neuroathletik, neurozentriertem Training in Berührung gekommen? Also was war das Erste, wo du sagtest, boah, das ist irgendwie krass, da muss ich mehr erfahren drüber? Tatsächlich hat das mit dem Buch von Lars Lienhardt angefangen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Training beginnt im Gehirn. Das habe ich mir auch, ich glaube sogar vorbestellt,
Ich habe das über einen Leon auch erfahren, dieses Thema. Das ist ein sehr guter Kumpel von mir, Moving Monkey, aber auch über einen David Hilmer, Brain-Based Movement. Die waren in dem Bereich schon unterwegs und ich war auch in dem Bereich unterwegs, ohne es zu wissen, eben durch die Physiotherapie und durch die Art von Training, die ich verfolgt habe. Dazu können wir aber später auch nochmal kommen. Und ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch. Ich möchte die Hintergründe hinter Themen, die mich interessieren, und da gehört eben maßgeblich Schmerzen und Gesundheit und Leistungsfähigkeit dazu, die möchte ich einfach verstehen. Und dieses System war so ganzheitlich oder ist so ganzheitlich wie noch kein anderes System, das ich gefunden habe. Und dann habe ich mich einfach da komplett darin verloren, würde ich mal sagen. Also mit Leon gibt es auch ein Interview und auch mit, also bei David, der war damals bei Valeo, als ich die, also Ausbildung im Bereich Neuroathletik gemacht hatte, beim Nico Romm. Also sind auch echt coole Jungs und wissen definitiv, was sie tun, wovon sie sprechen. Bezüglich Schmerzen, hast du ja gerade erwähnt, ne? Und ich hatte mal in der Community rumgefragt, 50% geben an, dass sie Schmerzen haben. Und jetzt rate doch mal, was die Hauptgelenke sind, wo sie Schmerzen haben, Gino. Unterer Rücken würde ich einfach mal so salopp schätzen. Ansonsten Knie sehr häufig und Schulter. Also tatsächlich, also Knie war nicht bei, aber Rücken, LWS, ne, Unterrücken, Schulter und Hüfte. Also so die beiden Schultern, unten und oben, oder die obere Hüfte als Schulter. Also Hüfte, Schulter, Rücken sind schmerzvoll und in irgendeiner Form mit Schmerzen tangiert. Wo kommt denn Schmerz aus neurozentrierter Sicht her? Weil da gibt es ja inzwischen auch verschiedenste Theorien und auch, ich glaube, Mythen, wo Schmerzen herkommen. Ich probiere es so einfach wie möglich zu formulieren. Also Schmerzen entstehen immer im Gehirn. Und da sollte man jegliche Mythen aus dem Weg räumen können damit. Also früher war ja häufig so die Sichtweise, dass es Rezeptoren in Haut etc. gibt, die Schmerzinformationen zum Gehirn leiten. Also wenn ich mich schneide, zum Beispiel den Finger, dass da Rezeptoren sind, die Schmerzen zum Gehirn leiten. Man weiß aber ganz klar, dass der Schmerz im Gehirn entsteht und der hat auch sehr viel mit Kontext zu tun. Also wie wird dieser Gefahrenreiz, das sind Rezeptoren, die Nozizeptoren, freie Nervenendigungen in der Haut und überall in unserem Körper, die signalisieren dem Gehirn, dass etwas Bedrohliches, etwas Gefährliches vorliegt. Das kann korrekt sein, kann auch inkorrekt sein, aber nichtsdestotrotz wird diese Information dann im Gehirn interpretiert, abgegleicht mit vorherigen Erfahrungen, mit Konsequenzen, die man daraus erwarten könnte, mit sozialen Faktoren etc. Und dann danach zum Beispiel Schmerz als Antwortsignal rauszuschicken. Also wenn man das in diesem klassischen Kontext sieht, Input, also jegliche Information, die zum Nervensystem kommt, Interpretation funktioniert dann im zentralen Nervensystem und Output ist dann zum Beispiel Schmerz, Muskelspannung oder ähnliches. Also einfach, dass man das versteht, dass Schmerz ein Output ist. Schmerz soll zu einer Verhaltensänderung führen. Ganz wichtig zu verstehen, dass Schmerz nicht irgendwie aus dem Körper zum Gehirn geschickt wird, sondern es passiert immer im Gehirn selbst. Das heißt also, wenn jetzt jemand zum Beispiel untere Rückenschmerzen hat oder Knieschmerzen, Hüfte, Schulter, was will das Gehirn damit konkret sagen? Dass man das Verhalten ändern sollte. Und gerade, ich sag mal, die Lendenwirbelsäule ist ein Bereich. Es gibt ja verschiedene Arten von Rezeptoren. Es gibt Bewegungsrezeptoren, es gibt so Gefahrenrezeptoren zum Beispiel. Und die Lendenwirbelsäule ist ganz besonders so ein Bereich, wo dieses Verhältnis von Bewegungs- zu Gefahrenrezeptoren anders ist als in den meisten anderen Gelenken. Also meistens ist es so, dass die Bewegungsrezeptoren ganz, ganz deutlich Überhand haben und die Gefahrenrezeptoren verhältnismäßig weniger vertreten sind. Aber im Auge zum Beispiel, deswegen tut es ja auch so höllisch weh, wenn man irgendwas im Auge hat. Und im Bereich der Lendenwirbelsäule ist es tatsächlich so,
dass die Gefahrenrezeptoren zu Bewegungsrezeptorenrelation deutlich anders ist, also im Sinne von mehr Gefahrenrezeptoren. Und deswegen ist es auch so, dass untere Rückenschmerzen ein Tool sind, eine Antwortreaktion des Gehirns, die ganz klar sagt, jetzt solltest du dein Verhalten ändern. Also da kann man mit Bewegung nicht so gut entgegenwirken. Thema Gate Control Theory zum Beispiel, dass Schmerzsignal gehemmt wird auf Rückenmarksebene. Das funktioniert da nicht so gut wie in anderen Gelenken, wie zum Beispiel im Knie, in der Schulter oder Ähnlichem. Und deswegen ist die Lendenwirbelsäule ein super Tool, um dir zu zeigen, hey, du solltest dein Verhalten ändern. Deswegen ist auch einer der Bereiche, die sehr, sehr anfällig sind. Und wie schaut eine Verhaltensveränderung aus? Weil jetzt könnte ja jemand sagen, okay, ich habe jetzt Schmerzen im Knie, also nehme ich eine Bandage für sich von Douglas. Nee, Douglas ist immer ein Parfüm. Wie heißt denn das? Wo man eine Orthese sich kauft. Chibo. Die verkaufen ja manchmal auch so eventuell Orthesen, die man da rum bastelt. Und dann denkt man, okay, ich hatte einen Orthesenmangel. Jetzt denkt jemand, ich halte das Gelenk einfach nur still. Ja, der Schmerz kommt von alleine, der Schmerz geht von alleine. Ist ja auch so ein gerne gesprochenes Zitat oder ein Sprichwort. Wie siehst du das mit, okay, ich habe Schmerzen im Gelenk. Wie schaut jetzt eine adäquate Verhaltensveränderung aus Sicht der neurozentrierten Ansicht aus? Das ist ja gerade der interessante Aspekt. Und zwar ist es ja häufig so, dass man sich nur das Gebiet anschaut, das jetzt, sage ich mal, für eine Verhaltensänderung sorgen möchte. Also Beispiel, man hat jetzt Knieschmerzen. Wenn wir bei der Verhaltensänderung bleiben, soll der Knieschmerz dazu führen, dass man sein Verhalten ändert. Tatsächlich habe ich aber ja auch schon gesagt, dass diese ganze Interpretation vor diesem Output des Schmerzes kommt. Bedeutet, wenn wir wissen, welche Faktoren allen Einfluss auf Schmerz haben können, dann ist es so ganzheitlicher und komplexer, als zu sagen, okay, du hast jetzt Schmerzen im Knie, dann bandagieren wir dein Knie oder wir massieren die umliegenden Muskeln oder irgendwas in die Richtung, was wieder super lokal, was wieder super strukturell ist und einfach nur einen marginalen Bruchteil von dem Gesamtbild betrachtet. Und wenn man dann eben zum Beispiel weiß, dass mit unterem Rückenschmerz sehr häufig eine Unzufriedenheit des Jobs zusammenhängt. Gibt es die Studie von der Rand Corporation 1992, wo die Tausende von Mitarbeitern untersucht haben auf verschiedene Faktoren wie Ernährung, Bewegungsverhalten und so weiter und so fort und als alleinigen gemeinsamen Faktor festgestellt haben, dass mit steigender Unzufriedenheit beim Job die Schmerzen im unteren Rücken ansteigen. Und das ist gerade das Interessante. Ich kann dir nicht sagen, wie eine adäquate Verhaltensänderung aussieht, weil die 100% individuell ist. Es kann für den einen sein, dass man einfach das allgemeine Stresslevel reduziert, weil dieser Threat Bucket, der Gefahreneimer, so am Überlaufen ist und deswegen einfach nur das Schmerzsignal kommt, um dir zu sagen, fahr mal einen Gang runter und nicht, weil irgendwas in der Lendenwirbelsäule nicht stimmt. Es ist so wichtig, dass man das versteht. Und wenn man eben all diese Faktoren kennt, die einen Einfluss auf Schmerzen haben, wie zum Beispiel auch Sensorik, also Mangel an Gefühlsempfindung in diesem Gebiet, kann dazu führen, dass die Verhaltensänderung sein sollte, hey, reiz mal dieses Gebiet ein bisschen mehr, reiz mal die Oberflächenrezeptoren, reiz mal die Thermorezeptoren in diesem Gebiet, damit dieses Gebiet im Gehirn wieder besser repräsentiert wird. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, wie eine Verhaltensänderung aussehen sollte oder kann. Und das ist höchst individuell. Also neurozentriertes Training bringen, glaube ich, ist die wenigsten in Verbindung mit, ich wechsle meinen Job. Die bringen das eher, okay, klar, ich renne da, wie du gerade vorhin meintest, mit einer Augenklappe, einem Pencil-Push-Up, also eventuell mit einem Stift vor der Nase und eventuell wird vorher irgendein Gelenk abgerubbelt, mit Nadeln drauf gemacht. Ist es das, was du mit mangelnder Sensorik meinst? Es gibt ja verschiedene Arten von Rezeptoren. Es kann sein, dass man einfach über das Gebiet drüber streicht, um
da die Tastrezeptoren, die Meissner Tastkörperchen zum Beispiel, zu reizen damit. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass man immer mit leichtem Druck zum Beispiel arbeiten muss. Es gibt ja verschiedene Arten von Rezeptoren. Es gibt die Ruffini-Körperchen, die auf stärkeren Druck reagieren. Es gibt die Fata-Pacini-Körperchen, die auf Vibration reagieren. Und so muss man halt einfach schauen. Und da ist eben ein wichtiges Konzept im neurozentrierten Training, wenn man das so nennen möchte, dieses Test-Retest-Prinzip, dass man dann eben schaut, okay, ich teste mal die Oberflächenrezeptoren, davor mache ich natürlich einen Pretest, zum Beispiel die Vorbeuge, dann teste ich die Oberflächenrezeptoren im Lendenwirbelsäulenbereich und frage den Klienten, spürst du das rechts und links gleich? Wie fühlt es sich an im Vergleich zum Beispiel zur Brustwirbelsäule? Spürst du es irgendwie schwächer oder stärker in dem Gebiet? Und dann reizt man das Gebiet, für 30 Sekunden reicht in der Regel, dann kommt der Post-Test, nochmal eine Vorbeuge machen, besser, schlechter oder gleich, frage ich dann, sieht man an der Range of Motion, sieht man am Schmerzempfinden, merkt der Patient an der Spannung und so kann man dann eben feststellen, okay, leichte Hautreize, also Meissner Tastkörperchenreizung, schlägt positiv an und ist das, was dem Klienten fehlt. Also es ist so spezifisch, dass man nicht sagen kann, einfach nur sensorisch reizen und dann bewegen, sondern es ist deutlich spezifischer. Also diese Spezifität, das höre ich raus, ist anhand, welche Rezeptoren ich wie zum Beispiel, sag mal, streiche, drücke, vibrieren, Klopfungen, Wärme, Kälte. Wenn wir jetzt ganz gezielt über die Sensorik reden, ja, dann ja. Mhm. Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich mir zum Beispiel das Knie stoße, das nehme ich gerne als Beispiel mal an, dann greifen wir ja automatisch zum Knie und rubbeln drauf rum. Das ist die Gate-Control-Theory, die ich vorhin angesprochen habe. Kannst du die nochmal etwas klarer, weil nicht jeder hat die schon mal gehört oder? Ja, klar. Irgendwo. Kannst du die einmal kurz erklären? Ich werde kurz drauf eingehen, nicht zu tief, weil die Leute sonst eventuell... Die interessiert es eventuell ja gar nicht. Das ist so, dass diese dumpfen Schmerzsignale langsamer zum zentralen Nervensystem geleitet werden als Bewegungs- und ja, Drucksignale, sage ich jetzt einfach mal, mechanozeptorische Reize. Wenn ich jetzt also durch Druck dafür sorge, dass viel, viel, viel mehr Bewegungsreize und Druckreize zum zentralen Nervensystem gelangen, dann wird das Signal des dumpfen Schmerzes überlagert und man hat dementsprechend weniger bis gar keinen Schmerz mehr, nur weil man entweder, man sagt ja walk it off, also dass man in Bewegung bleibt, sich bewegt oder eben zum Beispiel mit der Hand drüber streicht. Da werden eben Mechanozeptoren gereizt und die überlagern dann dieses dumpfe Schmerzsignal auf Rückenmarksebene, genau. Bezüglich dieser Überlagerung, wir sind ja jetzt in der Sensorik, da würde ich auch ganz kurz bleiben. Eine Frage aus der Community ist, was tun bei Narbengewebe aus neurozentrierter Sicht? Ja. Also es geht ja um verschiedene Arten von Rezeptoren, die ich gerade schon angesprochen habe in der Haut. Und natürlich bei einem Schnitt oder bei einer OP werden auch Rezeptoren verletzt. Also ich denke, das kann man sich vorstellen. Und dann geht es eben nach dieser Operation darum, dass man die Rezeptoren, die am stärksten darunter gelitten haben, insbesondere diese, vermehrt zu reizen. Bedeutet, wenn nach einer Operation mein Empfinden für leichte Berührungen, Thema Meissner-Tastkörperchen, schlecht ist, dann ist es sehr sinnvoll, in diesem Gebiet und um dieses Gebiet drumherum mit leichten Berührungen zu arbeiten, weil das Gehirn durch Wiederholungen lernt. Bedeutet am besten so häufig wie möglich, mehrmals über den Tag verteilt in kurzen Sessions, in diesem Gebiet arbeiten, die Rezeptoren reizen, die am stärksten jetzt betroffen sind. Man kann natürlich alle Rezeptoren reizen, also mit starker Berührung, mit leichter Berührung, mit Vibration arbeiten, mit thermischen Reizen arbeiten, also Kältepacks, Wärme, kann man alles machen. Aber da der Zeit ja unser wichtigster Faktor ist, sollte man schauen, was ist denn am effizientesten für mich? Was bringt die besten Ergebnisse für mich? Eben auch wieder Thema Pretest, Posttest. Wie ist die Beweglichkeit von meiner Hand zum Beispiel, nachdem ich leichte Hautreizungen über die Narbe gemacht habe? Und am besten dann mit diesen Sachen
arbeiten. Wann kann ich mit solch einer Behandlung starten? Angenommen, jetzt hat jemand eine ganz frische Narbe. Ja. Direkt drauf oder wie würdest du da vorgehen? Das ist schmerzadaptiert natürlich. Mit leichter Berührung auf der Haut kann man fast sofort anfangen. Kommt natürlich, wie gesagt, auf die Schmerzempfindlichkeit an. Ich würde da natürlich nicht direkt auf der Wunde drauf reiben am Anfang. Das kann sich, denke ich, jeder vorstellen. Aber ich würde sagen, von außen nach innen arbeiten und von der Druckintensität, sage ich mal, von Vibration und leichter Berührung mit der Zeit in Richtung stärkeren Druck gehen. Und dann eben ganz wichtig, was das Thema Narbenmobilisation auch angeht, die Verschiebung der Narbe trainieren und die Beweglichkeit der Narbe trainieren. Dazu habe ich aber auch schon ein YouTube-Video gemacht, in welche Richtung man die Narbe verschieben sollte. Man sollte sie anheben, man sollte sie aufeinander zubewegen, man sollte sie entgegengesetzt bewegen. Genau. Also verlinke ich natürlich auch in die Shownotes, da könnt ihr euch das dann nochmal anschauen, falls jetzt jemand direkt sagt, wie ist es mit älteren Narben? Also wenn jetzt jemand eine OP, Blinddarm-OP vor 20 Jahren hatte, wo würdest du das einsortieren? Ist da noch was rauszuholen? Natürlich, also das ist ja das Schöne an der Neuroplastizität, dass unser Gehirn bis ins höchste Alter sich anpassen kann und lernen kann. Und es ist ja nichts anderes als ein Lernprozess, zu lernen, schmerzfrei zu sein. Natürlich, wenn die Narbe nicht adäquat vorbehandelt wurde oder gleich behandelt wurde, dann ist die Faserausrichtung innerhalb des myofaszialen Gewebes nicht mehr so linear und parallel, was die Beweglichkeit von dem Gebiet halt einschränkt. Aber nichtsdestotrotz, gerade was so Sensorik angeht, kann man unheimlich viel noch machen, auch wenn es schon länger her ist. Vielen lieben Dank also auch schon mal an der Stelle bezüglich der Frage aus der Community und deine Antwort. Na, also bezüglich das auch 20 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre. Wo würdest du Tattoos einsortieren? Was in meinen Augen auch ja auch. Tattoos sind ja auch Narben. Ja, klar. Da am besten auch direkt mit Sensorik arbeiten. Und viele Leute, die Tattoos haben, haben in diesem Gebiet auch mit Koordinationsproblemen oder mit Schmerzen zu tun, häufig nach einer Weile. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine tätowierte Schulter hat, ist das nicht aus deiner Erfahrung nicht selten, dass jemand auch in dem Bereich Schulterschmerzen hat oder Schulterprobleme, Einschränkungen in der Bewegung? Ja. Also könnt ihr ja direkt mal durchtesten. Also wenn jemand ein Tattoo hat und es gerade hört, mal die Schultern durchbewegen, vielleicht auch mal von der Seite filmen und gucken, gibt es Unterschiede in Bewegungsausmaßen. Ja, und in der Koordination und Schmerzempfinden und so weiter und so fort. Also ich frage auch meine Klienten immer, ob die Tattoos haben, die man jetzt vielleicht so von außen nicht erkennen kann, weil das einen großen Einfluss haben kann. Natürlich nicht muss, aber kann. Jetzt könnte natürlich bei dem einen oder anderen Fragezeichen im Kopf auftauchen, was soll denn bitte schön bitte nicht missverstehen, den Ausdruck mein Arschgeweih mit meiner Schulter zu tun haben? Kannst du darauf einmal eingehen? Jetzt speziell auf ein Arschgeweih und Schulter oder? Na, weil auch gerade dieses Thema, da wo es weh tut. Weil das, wie erklärst du das einem Patienten oder einem Klienten von dir, der ja wegen einem Schulterproblem kommt? Und jetzt guckst du dir das Arschgeweih an oder das Tattoo am Sprunggelenk. Also meine Erfahrung ist, dass die Leute erstmal verdutzt gucken und denken, sag mal, was machst du denn da jetzt unten? Ich habe doch hier oben ein Problem. Ja, also da grundlegend erkläre ich ja immer dieses Schmerzmodell, dass Schmerz nur ein Antwortsignal von dem Gehirn für eine Verhaltensänderung ist. Und in der Regel machen diese Zusammenhänge ja auch Sinn, weshalb es dann einfach ist, das zu erklären. Beispiel, dann bleiben wir eben bei der Schulter, aber wir sagen mal, das Tattoo ist auf der gegenüberliegenden Hüfte. Und dann kann man ganz einfach erklären, dass die Gelenke Schulter und Hüfte, Ellenbogen und Knie, Hand- und Sprunggelenk reziprok miteinander verschaltet sind im Nervensystem. Sieht man ja in unserem Gangmuster, da müssen wir nicht groß drüber nachdenken. Wenn der rechte Arm nach vorne geht, bewegt sich das linke Bein auch nach vorne und entgegengesetzt. Und dann kann man denen ganz klar sagen, hier, es gibt immer einen entgegengesetzten Partner. Und es kann eben sein,
dass aufgrund von der Problematik an deiner linken Hüfte deine rechte Schulter betroffen ist, weil das mit jedem Schritt, mit jedem Gang einen Einfluss darauf hat. Und diese Muster, insbesondere unter hoher Belastung, sprich Werfen oder im Krafttraining oder bei Richtungswechseln in Spielsportarten, wenn da mal viel Last kommt und da die Pattern nicht aufeinander abgestimmt sind, dann kann das zu Problemen führen. Und so könnte man sowas dann erklären, zum Beispiel. Kannst du ganz kurz Pattern erklären? Muster, Bewegungsmuster, okay. Entschuldigung. Danke. Also falls jemand da jetzt gerade ein Englischbuch rausgeholt hat, anfängt zu übersetzen. Ich würde gern direkt bei der Schulter mal bleiben. Mhm. Was ist, wenn ich jetzt die Schulter bewege und es fängt an zu knirschen? Das ist eine Frage aus der Community. Knirschen in Gelenken ohne Schmerzen, ist das problematisch oder muss ich mir da Gedanken machen? Grundsätzlich ist ein Knirschen, das im Gelenk entsteht, in der Regel passiert das aufgrund von einem Unterdruck, der im Gelenk bei einer Bewegung entsteht. Und da entstehen so kleine Luftbläschen, die dann platzen. Ich sag mal, Arthrose Grad 4, dann knirscht es im Gelenk, weil Knochen auf Knochen reibt, das ist dann eine ganz andere Nummer, aber das tut dann auch höllisch weh. Da muss man klar differenzieren. Aber ein Knirschen im Gelenk, das jetzt die Schulter tendenziell eher weniger betroffen als jetzt zum Beispiel das Sprunggelenk, da haben es ganz, ganz viele Leute, oder das Knie. Diese Gelenke knacken mal sehr gerne. Grundsätzlich ist es nichts Schlimmes. Worauf man schauen könnte, habe ich auch schon einiges drüber gelesen, ist, dass wenn das Knacken früher nie da war und jetzt plötzlich entsteht, dass das auf eine gewisse Asymmetrie oder Disbalance hindeuten kann. Also wenn das Sprunggelenk jetzt schon immer geknackt hat und wenn es dann mal, sag ich mal, aufgewärmt ist, dann nicht mehr knackt, gleiches beim Knie oder gleiches bei der Schulter, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, dann ist das unbedenklich. Es sei denn, wenn das ganz, ganz neu ist, dieses Thema, und immer stärker wird, dann könnte man sich mal darüber Gedanken machen, ob da eine gewisse Disbalance entstanden ist. Also vielleicht, um es noch ein bisschen deutlicher zu machen, angenommen, du trainierst jetzt nur noch Bankdrücken und Liegestütze und du baust vorne Brustmuskulatur auf und dein gesamter Humeruskopf, also dein gesamter Schulterkopf wandert nach vorn und du merkst, wenn du den Arm jetzt anhebst, es fängt an zu knacken, dann ist das vielleicht mit der Asymmetrie gemeint. Ne? Das ist einfach die Biomechanik. Könnte, ja. Genau. Mhm. Okay. Also auch hier ist an sich unbedenklich. Eher unbedenklich, genau. Genau. Mhm. Okay, da ist ja der ein oder andere vielleicht direkt beruhigt. Lass uns mal von der Sensorik auf die Sinne gehen. Also ja, auch der Tastsinn oder die Rezeptoren repräsentieren ja auch einen Sinn. Aber eine Frage aus der Community war zum Beispiel, wie können denn meine Augen etwas mit meinen Nackenverspannungen zu tun haben? Weil ich habe in der Instagram-Story rumgefragt, ob sich denn einige das vorstellen können, dass zum Beispiel Knieschmerzen, Rückenschmerzen aus den Sinnesorganen herkommen könnten. Und da waren alle sich einig, ja, können sie sich vorstellen, habe ich ein bisschen rumgefragt, erklären können sie es sich nicht. Ist natürlich klar, weil neurozentriertes Training ist jetzt noch nicht so Mainstream. Wie kann das zusammenhängen, dass die Augen was mit Nackenverspannungen zu tun haben können? Es gibt sogenannte okulomotorische Reflexe. Oculus steht für Auge, motorisch steht für Motorik, also Bewegung, und Reflex steht für Reflex. kann man sich so vorstellen, dass die Nackenmuskeln mit Augenbewegungen verschaltet sind, reflexiv. Wenn man jetzt den Hinterkopf mit den Daumen runterwandert, so auf Breite der, ich würde mal sagen, neben den Dornfortsätzen, wenn man da den Schädel runterwandert und dann den Daumen ganz fest reindrückt, direkt unter der Kuhle, ich würde mal sagen, meine Daumen sind jetzt so 5, 6, 7 Zentimeter auseinander entfernt und dann die Augen nach links und rechts bewege, ohne dass ich meinen Kopf bewege, dann spüre ich, wie mir Muskeln entgegenkommen am Daumen. Ich habe dazu auch ein YouTube-Video gemacht, können wir ja auch verlinken, da kann man die Stelle nochmal genau sehen, wo man da reindrücken muss.
ich kann es gerade nicht ganz so gut erklären, bedeutet einfach, dass unsere Beweglichkeit und damit einhergehend die Muskulatur, die ja für Bewegung sorgt, ganz eng mit den Augen gekoppelt ist. Wenn man zum Beispiel die Augen nach oben bewegt, werden automatisch oder reflexiv, nicht automatisch, die Streckerkette, also die streckenden Muskeln, insbesondere von der Wirbelsäule, voraktiviert, weil unser Nervensystem ja jetzt den Impuls bekommt, jetzt geht irgendwas nach oben. Und nach oben gehen bedeutet in der Regel Extensoren, also Streckeraktivität. Zum Beispiel, wenn man Rückwärtssalto macht, dann schauen die Leute auch meistens nach oben, um diese Kette nochmal mehr zu facilitieren, also ja, zu erleichtern, dass die aktiv ist oder stärker aktiv ist. Und so ist es auch, was die Bewegung zur Seite angeht. Also Bewegung der Augen nach rechts fördert die Streckeraktivität rechts, aber gleichzeitig fördert es die Beugeaktivität links. Und so kann man dann eben auch gucken, wenn man die Augenbewegungen sich von den Patienten, Klienten anschaut, in welchen Augenrichtungen gibt es denn Probleme und können wir daraus eventuell Rückschlüsse darauf ziehen, weshalb der Brustkorb ein bisschen nach rechts rotiert ist, Thema Extensorenaktivität rechts, Flexorenaktivität links. Und das sind alles sehr interessante Themen, die da ganz relevant werden. Und da zählt eben auch ganz, ganz stark der Nackenbereich dazu. Welche Augenbewegungen sind denn jetzt zum Beispiel hilfreich? Weil mir würden da natürlich jetzt einige Übungen einfallen, die jetzt den Rahmen sprengen. Nichtsdestotrotz, was kann ich denn tun, um meinen Nacken zu entspannen über die Augen? Was wir vielleicht den Zuschauern bzw. den Zuhörern eher so erklären könnten, dass sie es direkt umsetzen könnten. Ich würde mal sagen, ich bin ein Meister darin, komplizierte Antworten auf einfache Fragen zu stellen, weil ich pauschale Antworten nicht vertreten kann und möchte. Deswegen, gerade was die Reize von den Augen angeht, sollte man aufpassen, weil die Augen, man weiß ja, dass bei der Verarbeitung von Informationen, die über die Augen kommen, über 50% der Hirnareale aktiviert werden, bedeutet, die Reize, die durch die Augen kommen, haben wahnsinnigen Effekt, wahnsinnigen Einfluss auf das Nervensystem. Und wir wissen ja jetzt gar nicht, ob die Nackenverspannung direkt von den Augen kommt. Das kann sein, aber es kann auch einfach sein, dass die Person überarbeitet ist und wenn die mal ein bisschen die Arbeit runterfahren würde, dass es dann direkt besser ist, dass ihr die Augenübungen jetzt direkt nichts bringen würden. Eine Übung, die mir einfällt, die einen positiven Effekt auf das Stressempfinden hat, eine Augenübung, ist die sogenannte Akkommodation. Also, dass man die Fokuslänge des Auges verändert, dass man von einem Gegenstand, der nah vor mir ist, da kann man einen Stift nehmen oder irgendwas anderes, zum Gegenstand springt, der weit weg von mir ist. Und diese Veränderung der Fokuslänge hat einen stimulierenden Effekt auf das parasympathische, auf das entspannende Nervensystem. Und das kann man natürlich machen, gerade auch für Schreibtischtäter, die die ganze Zeit nur auf eine Distanz schauen. Da gibt es ja die 20-20-20-Rule, dass man alle 20 Minuten, 20 Sekunden lang auf ein Objekt schauen soll, das mindestens 20 Fuß, ungefähr 6 Meter entfernt ist. Einfach um da wieder für Ausgleich zu sorgen. Genau, das könnte ich mitgeben, so als mehr oder weniger pauschale Antwort. Aber man sollte bei Augenübungen aufpassen, weil die sehr schnell überfordernd sein können, zu Übelkeit zum Beispiel auch führen können, vermehrtes Schwitzen, weil es echt starke Stimuli für das Nervensystem sind. Also bezüglich Blicksprünge habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Pauschal macht es, ich gebe mal jetzt eine Kausalität tatsächlich raus, schaut wenigstens einmal am Tag in irgendeine Ferne. Also wenn ihr von Bildschirm zu Bildschirm auf Buch springt, ihr habt halt kaum noch ferne Distanzen. Und da hilft ja auch am Ende kein Bild an der Wand, wo vielleicht eine Palme drauf ist oder irgendwo ein Horizont. Guck aufs Fenster und schau mal, was passiert. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb Spazierengehen in der Natur so entspannend wirkt.
weil da sehr viele Gegenstände in der Ferne sind. Also man schaut nicht die ganze Zeit nur auf den Gegenstand, der direkt vor einem ist, sondern die Fokuslänge verändert sich ständig, je nachdem, auf welchen Baum man guckt und so weiter und so fort. Ja, ist damit aber auch gemeint, wenn ich jetzt spazieren gehe und nicht die ganze Zeit aufs Handy gucke. Manche nehmen ja, dann absolut. Die Realität auch darüber beim Spazierengehen. Zumindest sammeln sie ein paar Schritte. Ja. Eine Frage ist noch unter anderem, nur für Leistungssport oder Reha sinnvoll oder auch für einen Freizeitsportler? Was sind so deine Klienten? Sind das eher die Leistungssportler, die dann schon kaputt gegangen sind? Oder macht das mit Freizeitsportler auch Sinn? Also ich sag mal, zu mir kommen ambitionierte Athleten und Athletinnen natürlich. Athlet ist aber jeder eigentlich. Da hat der Benny Heitzmann einen schönen Spruch gebracht. Er sagt zu den Leuten, die du jetzt als Freizeitsportler bezeichnen würdest, Athleten, das, man macht ja auch Bewegung und Sport, um einfach im Alltag und in dem alltäglichen Leben besser funktionieren zu können. Und was mir ganz wichtig einfach ist, ist, dass die Leute ambitioniert sind. Also es ist mir komplett egal, ob das jetzt eine 60-jährige MS-Patientin ist, die aber wirklich Lust hat, was zu verändern und auch bereit ist, da Zeit rein zu investieren. Thema Lernprozess, der extrem wichtig ist. Oder ob das ein 18-jähriger semi-professioneller Tennisspieler ist oder ob das einfach ein Familien ist, der, also man kann es überall anwenden, weil wenn man es in seiner Gänze versteht, und da bin ich auch noch nicht mal ansatzweise dran, die Neurologie ist ja so komplex, aber wenn man eine gewisse Ganzheitlichkeit davon verstanden hat und ein bisschen tiefer drin ist als dieses, okay, Neurotraining ist Pencil-Push-Up, dann versteht man sehr schnell, dass das eigentlich alles, was wir machen, Neuroathletik ist, wenn man es so nennen möchte. Weil jede Bewegung, jede Sinnesinterpretation hat ja mit unserer Neurologie, mit unserem Nervensystem zu tun. Und wenn man das besser versteht, dann ist es ja egal, in welchem Bereich man unterwegs ist. Also was ich entnehme, ist, dass für jeden zumindest, wenn er ein Thema hat und wenn er mal Schmerzen hat, neurozentriertes Training und die Ansätze in meinen Augen einer Therapie oder einer Behandlung oder am Training nicht mehr wegzudenken sein sollten, sondern zumindest offen dafür sein sollte, okay, ich schaue mir jetzt mal die Augen, das Gleichgewichtsorgan, die Sensorik und alles, was dazugehört, eine Düfte, Geschmäcker und Co. mit an und verschließe mich dem gegenüber nicht. Weil eine Frage zum Beispiel ist auch, beziehungsweise eher eine Anmerkung, und da würde ich gerne dein Statement zu hören, Neuro wirkt teils immer sehr nach Trial and Error. Statt mit einem roten Faden, wie zum Beispiel Functional Movement System, wo ich einen wie eine Art Blueprint habe, ich mache meine 7 Tests, ich habe noch Subtests und dann habe ich einen Leitfaden. Ich kann schuppen, hat er eher Mobilitätseinschränkungen, hat er ein Stabilitätsthema, also motorisches Kontrollthema. Wie stehst du dazu? Ja, ich würde gern noch mal ganz kurz darauf eingehen, was du gerade eben meintest. Also, wie formuliere ich das jetzt am besten? Also persönlich, ich habe ja auch Neuroathletik-Ausbildungen gemacht. Mir fehlte persönlich häufig der rote Faden. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, damit gemeint. Ich sehe das Potenzial in Neuroathletik und auch die Anwendungen. Aber ich habe jetzt schon einige Personal Trainer gesprochen, die das dann wieder aufgegeben haben, weil sie haben dann so lange getestet, da war die Zeit dann entweder vorbei, sie hatten an sich gar nicht diesen Mehrwert oder die Übungen und es wurde immer komplexer und komplexer und komplexer. Ja. Und am Ende müsstest du ja sagen, hey, ich weiß gar nicht, kann ja auch sein, dass du einen Schlaganfall hattest, ich muss dich mal zum Neurologen schicken. Ja, finde ich ein schwieriges Thema. Ich möchte jetzt auch nicht gegen Functional Movement Screens bashen, aber liebe Grüße an Eberhard an dieser Stelle übrigens. Die große Frage ist ja, was genau testet der FMS, wenn wir jetzt da bleiben wollen? Also können wir wissen, und was ist denn die Ursache für dieses Koordinationsproblem?
Das ist ja gerade der Punkt, an dem es sehr interessant wird. Ist es eine Mangel des Gleichgewichtssystems? Ist es ein Mangel an Kraft? Das sind Faktoren, die man daraus nicht ganz klar rückschließen kann. Und zum Thema, dass man sich in Testing und Retesting verliert, das kann ich zum großen Teil sehr gut nachvollziehen, aber es ist ja so, dass je besser das Verständnis vom Nervensystem ist, desto weniger Tests werden dann tatsächlich nötig sein, weil du so viel schon erkennst. Also du machst dann nicht alle Bogengänge durch, du machst nicht alle Sensorik durch, also alle Rezeptoren durch, sondern du siehst dann am Gangmuster ein gewisses Pattern, also Bewegungsmuster, und weißt dann genau, okay, ich schaue mir jetzt linken Frontallappen an und dafür mache ich einen Test, um zu gucken, hey, ist es das oder nicht? Und dann geht's weiter. Also je besser man es versteht, desto weniger Tests werden nötig sein. Ich kann aber verstehen, dass wenn man noch nicht so drin steckt, dass es dann sehr frustrierend sein kann, weil man nach jeder Übung irgendwie einen Test machen muss und dann fragt man sich auch irgendwann, okay, bin ich jetzt einfach warm? Also kommt der Effekt jetzt einfach dadurch, ich habe jetzt 100 Mal diese Rotation nach rechts und links gemacht, irgendwann wird es natürlich besser. Kann ich verstehen, aber ich würde einfach empfehlen, halt dann dran zu bleiben und das Thema probieren, noch ein bisschen besser zu verstehen, und es lohnt sich dann auch wirklich. Ach ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Es ist nicht nur im Bereich Schmerzen oder wenn jemand was hat, das hast du ja angesprochen, ich habe vorhin kurz den Faden verloren, relevant, sondern auch wenn jemand nichts bemerkt in diesem Moment. Gerade auch im Hochleistungssport, Sportler sind ja die Meister der Kompensation. Also die ballern ja diese Bewegungsmuster tausende Male am Tag und das System passt dann alles so an, dass man unter den aktuellen Bedingungen möglichst optimal fungieren kann. Aber es kann halt sein, dass eine gewisse Augenübung, Gleichgewichtsübung, Sensorik oder was auch immer, Koordinationsübung, Kleinhirnaktivierung dazu sorgt oder dafür sorgt, eher gesagt, dass der Athlet noch besser wird, dass das Verletzungsrisiko sich reduziert etc. Es ist nicht einfach nur, wenn man was hat, dann sollte man Neuro machen, sondern am besten schaut man auf Bewegungen im Allgemeinen ein bisschen ganzheitlicher über die Neuroperspektive drauf. Gibt es denn eine Neuroübung, wo du sagst, die sollte jeder präventiv, ob jetzt verletzt oder nicht, aber erstmal präventiv, die er probieren sollte, um zu schauen, wie es einem gut tut, egal welches Sinnesorgan oder Sensorik? Boah, du stellst mir immer so Fragen, ne? Da kann ich doch nicht pauschal drauf antworten, was machst du denn mit mir? Nee, aber was man sagen kann, wo man nicht viel falsch machen kann auch, ich sage es jetzt einfach mal aus dem Grunde, weil es gibt da ja eine gewisse Hierarchie in den bewegungssteuernden Systemen. Also ganz oben das visuelle System, dann das Gleichgewichtssystem und dann die Propriozeption, das taktile System. Deswegen, man kann am wenigsten Schaden ganz unten anrichten im propriozeptiven System. Und dann würde ich einfach sagen, macht mal ein sensorisches Warm-up vor eurem Training. Nicht nur ein motorisches durch eure dynamischen Übungen, sondern macht mal ein sensorisches Warm-up. Streich mal mit den Händen über dein gesamtes Gesicht, deine Ohren, deinen Kopf, deinen Hals, deinen Brustkorb, deinen Rücken, Gesäß und so weiter, bis zu den Füßen und Zehen runter. Mach das mal so 5 Minuten und ich wette mit dir, oder ich kann dir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass deine Leistungsfähigkeit sich dadurch verbessern wird, weil sensorische Reize vor Motorik kommt. Also ja, der sensorische Kortex ist im Feeding-Pattern des Gehirns vor dem motorischen. Ist im Parietallappen und der motorische ist erst im Frontallappen. Also warum frage ich nach dieser, ich sag mal, eher kausalen Pauschalisierung? Eine Frage aus der Community ist zum Beispiel, wie trainiere ich denn meine Neurologie im Alltag bestmöglich? Ich habe da ein bisschen nachgefragt und da ging es halt, ne, muss ich mir jetzt direkt irgendwie ein Auge zuklappen, einen Stift vor die Nase halten, auf ein Bein hüpfen, den Kopf auf die linke Schulter legen, meinetwegen noch irgendwo einen Duftzerstäuber unter die Nase halten.
Was man ja sehr gerne auch im neurozentrierten Social Media sieht, ne? Also da wirst du dann, da fragt man sich, was zur Hölle macht die Person dort? Deshalb die Frage, wie kann ich denn jetzt das im Alltag... Das sieht ja auch am meisten auf Social Media, die Sachen, die ganz verrückt aussehen. Ja, am besten noch einen Luftballon parallel aufpusten. Genau. Wie kann ich denn jetzt meine Neurologie im Alltag trainieren? Ja, wie gesagt, ich bin da sehr gut drin, da komplizierte Antworten drauf zu geben. Ist natürlich höchst individuell. Also ein Informatiker sollte den Fokus eventuell mehr auf Augenübungen legen und Akkommodation legen als jemand, der, also ein Landwirt, der eh schon die ganze Zeit draußen arbeitet. Also das einfach mal so als krasse Diskrepanz, dass ich jetzt nicht sagen kann, mach auf jeden Fall Augenübungen. Was man aber schon sagen kann, tendenziell würde ich das mal so formulieren, die meisten Leute halten sich eh schon im propriozeptiven System auf durch ihr Training. Was aber mal sinnvoll wäre, einfach mal ein paar Gleichgewichtsübungen zu integrieren ins Training. Und Gleichgewicht bedeutet Kopfbewegungen. Also nicht auf dem RX-Pad stehen, bitte, sondern auf dem Terrain, auf dem du dich die meiste Zeit des Tages befindest, also auf stabilem Untergrund, zum Beispiel auf einem Bein sein, weil wir sehr, sehr, sehr viel Zeit auch im Gang auf einem Bein verbringen. Und da dann mal verschiedene Kopfdrehungen ausprobieren, nach links, nach rechts, oben, unten. Und dann gucken, wie gut die Gleichgewichtsfähigkeit noch ist. Und das ist dann gleichzeitig schon Training. Andere Geschichte, dass die Augen viel zu wenig trainiert werden. Einfach mal mit dem Stift die ganzen Bewegungen des Auges durchgehen, also den Stift verfolgen und da so in die oberen Ränder, insbesondere oben, ist es sehr anstrengend. Das ist richtiges Training der Augenmuskeln. Wir haben ja 6 Augenmuskeln, diese Position zu halten. Und das würde ich wirklich sehr empfehlen, auch mal mehr in diese Richtung reinzugehen. Wie kann ich so Augenbewegungen in den Alltag integrieren? Und wenn man da nicht der Weirdo im Büro sein möchte, der mit dem Stift rumfuchtelt, kann man ja auch einfach mal mit den Augen in die Zimmerecke oben rechts gucken oder sowas. Also ja, da, dass man die Hemmschwelle da ein bisschen reduziert. Aber ich würde mal sagen, Fokus mehr auf Gleichgewichtstraining und Augentraining legen, weil das andere macht ihr in der Regel schon einigermaßen gut. Kannst du was zu der Kopfbewegung sagen, weil ich kenne das aus dem sensomotorischen Koordinationstraining, dass es ja ein Unterschied ist, ob ich jetzt Nein sage, den Kopf von links nach rechts einfach nehme, ihn beschleunige oder vielleicht sogar in einer Position halte, weil ja die Kristalle im Mittelohr ausgelenkt werden müssen. Ja, also da gibt es den vestibulo-okulären Reflex, je nachdem, ob man jetzt die Augen mit dazu nimmt oder nicht. Der ist dafür da, dass die Augen und die Nackenmuskulatur entgegengesetzt arbeiten sozusagen. Also, dass ich einen Fokuspunkt halten kann, obwohl sich mein Kopf jetzt schnell irgendwo hindreht. Das sollte man unter hoher Beschleunigung trainieren, damit der Reflex richtig ausgelöst wird. Ansonsten ist es ja so, je schneller die Beschleunigung ist, desto mehr werden diese Härchen und Kristalle auch gereizt. Bedeutet, wenn ich einen intensiveren Reiz will für dieses System, dann sollte ich eine ganz schnelle Bewegung des Kopfes machen im Vergleich zu einem geringeren Reiz für das System, dass man die Bewegungen langsamer ausführt. Aber die Richtung ist natürlich auch maßgeblich. Also welchen Kanal, welches Organ möchte ich stimulieren? Da haben wir ja 5 Gleichgewichtsorgane in jedem Ohr. Da sollte man eben auch drauf achten. Wie schaut es da mit Rollbewegungen zum Beispiel aus? Weil es ist ja etwas, was Kinder zum Beispiel sehr viel machen, vorwärts, seitwärts rollen, auf und ab, über Kopf irgendwo rumhängen. Das ist ja nicht, was der Erwachsene so im Alltag macht. Ich sage zwar mal, hey, versucht mal auf den Boden zu kommen mit so wenig Handkontakt wie möglich oder mehr auf den Boden zu verbringen, zu krabbeln, zu kriechen, zu robben. Wie siehst du das Rollen aus neurozentrierter Sicht? Rollen ist mega. Rollen ist mega, aber Rollen ist mega überfordernd für die meisten am Anfang. Also bevor ich mit Rollen anfangen würde, würde ich mal isoliert die einzelnen Gleichgewichtsorgane aktivieren, bevor ich da eine komplette Symphonie gleich schaffen möchte zwischen Sacculus, Utriculus und Bogengänge. Also da wird einem sehr schnell schlecht, wenn man da jetzt plötzlich mit Rollen anfängt.
Klar kann man da langsam reingehen, aber sobald man in dem Abrollvorgang ist, dann wird es meistens schnell. Deswegen prinzipiell mega Geschichte, sollte man auch gucken, dass man langfristig dahin arbeitet, dass man das kann. Ich würde aber jetzt nicht unbedingt mit Rollen sofort anfangen. Also ich sehe die ersten schon irgendwie auf dem Berg und dann seitwärts und vorwärts, rückwärts runterrollen. Ja, ist das ein Anzeichen, wenn mir schlecht danach wird? Weil ich denke jetzt auch, die Leute, die zum Beispiel auf der Achterbahn sich dann quasi kreidebleich übergeben müssen, ist denn das Anzeichen, dass deren Gleichgewichtsorgan ein Handicap haben? Das kann ein Zeichen dafür sein, auf jeden Fall. Je nachdem, wo man sich da jetzt befindet, gibt es wieder so ein Thema, das nennt sich Sensory Mismatch. Das ist auch die Begründung dafür, weshalb einem zum Beispiel auf hoher See schlecht wird, weil die Augen andere Informationen wahrnehmen als das Gleichgewichtssystem zum Beispiel. Also wenn man sich in einem Zimmer auf einem Kreuzfahrtschiff befindet, dann merken ja die Augen so, hey, kenne ich, bin hier in einem Raum, sollte eigentlich alles ziemlich stabil sein. Boden ist ja auch flach, also ist jetzt nicht irgendwie gewellt oder so, aber das Gleichgewichtssystem nimmt die ganze Zeit Bewegungen nach rechts und links, oben und unten durch den Wellengang statt und dann sorgt es dafür, dass ein Mismatch aus diesen, also dass die Informationen nicht zusammenpassen und dann ist eine Reaktion diese Übelkeit zum Beispiel, also diese sympathische Reaktion. Ja. Okay, also und das kann ich dann gezielt zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, okay, ich habe da, mir ist schwindelig, ich sehe nicht ganz scharf, mir wird übel. Da könnte ich dann gezielt zum Beispiel zu dir kommen und sagen, hey, Gino, ich habe da ein Thema. Und dann würdest du Schritt für Schritt die alles abklappern, testen und dann sukzessive auftrainieren. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ich würde das Relevante natürlich alles abklappern. Nicht unbedingt alles, aber alles, was relevant für diese Thematik ist und dann das auftrainieren. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel aus dem CrossFit kommt oder Gewicht heben, wie kann denn die Person davon profitieren? Wird die dann direkt stärker oder sicherer? Was sind so erfahrungsgemäß deine Benefits, wenn jemand mit neurozentriertem Training startet? Okay, ich habe ja vorhin mal über diese Outputs geredet, dass da Schmerz zum Beispiel ein Output ist. Das sollen ja dann Verhaltensänderungen sein, das sind Schutzreaktionen, um das System einfach zu schützen vor bedrohlichen Situationen. Immer nur, dass ein Löwe auf uns zurennt oder sowas, sondern wenn das linke Auge nicht so gute Informationen zum Gehirn schickt wie das rechte und das Gehirn sich somit nur auf die Information des rechten Auges konzentriert, weil das passiert dann häufig, dann schwindet die Leistungsfähigkeit. Weil wenn man jetzt zum Beispiel ein Spielsportler ist und die ganze linke Seite, was da passiert, im Fußball jetzt zum Beispiel, die Gegenspieler links alle nicht so gut wahrnimmt wie die rechts, dann hat das ja maßgebliche Einflüsse auf die Taktik und auf die Leistungsfähigkeit eben, weil dein Gehirn ist sich ja nicht so sicher, was passiert denn links? Ich erhöhe mal ein bisschen die Muskelspannung links und ich reduziere die Range of Motion links, weil falls was passiert, dass ich eher in einer geschützten Position bin, als ganz offen und locker und bewegt zu sein, wo das Risiko, dass ich mich verletze, größer ist. Und da ist es egal, welchen Sport man da rausnimmt, da hat man Kraftsteigerung, Koordinationsverbesserung, Beweglichkeitsverbesserung, Schmerzreduktion. Welche Schutzreaktionen halt rausgesucht werden, die kann man alle durch ein ursachenzentriertes Training, denen kann man sehr gut entgegenwirken. Wenn jetzt jemand sagt, du Gino, das sind tolle Informationen, hat vielleicht direkt schon in die Ferne geschaut, ist ein bisschen auf und ab gehüpft, ist durch die Gegend gerollt und gemerkt, irgendwie das funktioniert nicht ganz. Neben deinem echt, also hier wirklich ein Lob, neben deinem tollen Content auf dem YouTube-Kanal, den ich auch sehr gerne konsumiere. Danke. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten, wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte da noch mehr und auch individueller betreut werden? Ja, kann man über meine Webseite, also performperfect.de, kann man ein Bewerbungsformular ausfüllen
Da werden so ein paar relevante Sachen abgefragt und dann kann man ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchen und da reden wir dann darüber, ob ich überhaupt helfen kann. Also es gibt natürlich auch Situationen, an denen ich sage, hey, ich denke oder ich kenne da Leute, mit denen du, denke ich, besser zusammenarbeiten könntest. Da ist ja auch ein persönliches Thema sehr wichtig, kommt man gut zurecht mit der Person, das einen maßgeblichen Einfluss auf die Behandlungserfolge hat. Und ja, es kommt natürlich auf den Fokus an. Also ich arbeite ja mit Leuten zusammen, die Schmerzen haben. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, der ist Hochleistungsathlet, will seine Performance steigern, klar könnte ich das machen. Aber ich kenne halt Leute, die sich eher auf dem Hochleistungsbereich fokussieren, im Neurobereich. Und dann würde ich sagen, hier, kannst gerne, ich würde dir empfehlen, zu dem oder der zu gehen. Genau, das kann man dann in diesem Erstgespräch rausfinden. Also verlinke ich euch natürlich auch alles in den Shownotes. Da könnt ihr dann entweder bei YouTube erst euch mal ein paar Übungen anschauen und ein paar tolle Erklärungsvideos reinziehen. Beziehungsweise ja, genau. Auch auf deine Homepage verweise ich. Cool. Gino. Gerne. Also YouTube habe ich ganz viel zum Neurothema. Kommen jetzt auch einige Blogartikel dazu raus. Ich habe einen Neuroathletik-E-Mail-Kurs erstellt auf meiner Website. Sowohl für Coaches ein, als auch ein für Athleten. Und in meinem Buch Pain Free Athlete geht es ja auch viel um Neuro. Deswegen, es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich da mehr Wissen reinzuziehen, wenn man da Interesse dran hat. Ja. Also verlinke ich euch, wie gesagt, alles in die Shownotes. Und wenn ihr mit dem Gino Kontakt aufnehmt, dann bestellt doch liebe Grüße von Carsten. Dann weiß er zumindest, da war was mit dem Interview, dass er das auch zurückverfolgen kann. Cool. Genau. Gino. Genau. Ich danke dir vielmals für die erstens vielen Informationen. Es sind sicher auch ein paar Worte gefallen, wo der ein oder andere gerade mit einem Fragezeichen noch dasteht. Ist vollkommen okay. Ne? Einmal aus der Komfortzone raus. Du hast viele Antworten auf die Community-Fragen gegeben. Und wer mehr erfahren möchte, checkt die Shownotes und die Videobox ab. Da findet ihr dann alles Weitere zu Gino. Genau. Gino, ich danke dir vielmals. Sorry nochmal, falls da ein paar zu komplizierte Formulierungen drin waren. Ich probiere ja immer alles zu erklären. Oder auch dafür, dass ich nicht gerade der Typ für pauschale Antworten bin, aber da stehe ich auch sehr dahinter, muss ich sagen. Man hätte sehr häufig gerne etwas, wo man sagen kann, Schulterprobleme, macht das, das und das. Koordinationsstörungen, macht das, das und das. Kann ich aber halt leider nicht vertreten, da einfach was ganz Spezifisches zu sagen. Aber ich denke, wenn man dafür offen ist und das ganze Thema ein bisschen besser versteht, dann kann man auch diese Sichtweise besser nachempfinden. Ja, also es bleibt natürlich am Ende immer eine individuelle Geschichte. Aber ich denke, die Basics, wie du zum Beispiel vorhin meintest, mal spazieren gehen und die Bäume betrachten, in die Ferne schauen, das sind vielleicht kleine Schritte, die Aha-Effekte auslösen können, sagen, ach stimmt, ich war jetzt irgendwie doch mal 3 Tage nicht draußen, habe nicht in die Ferne geguckt, wo da jemand direkt das umsetzen könnte. Genau. Als Idee. Ja. Perfekt. Gino, dann danke ich dir wahnsinnig für dieses Gespräch. Und die Zuschauer bzw. Zuhörer, checkt die unten alles ab, alles anklicken, was zu anklicken geht. Und dann startet auch sehr gerne den YouTube-Kanal von Gino einen Besuch ab. In dem Sinne, genau. Ciao, danke Gino. Dir, Carsten. Mach's gut, ihr alle. Ciao, ciao.